Ich grüße euch. Shop-Plaudereien. Also wie gesagt, heute ist nach Weihnachten, der erste Tag nach Weihnachten. Ich habe jetzt also schon ein bisschen auf Silvester, Feuerwerk im Schaufenster. So, 24 Stunden, 7 Tage die Woche Corona, es nervt. An sich ist das Thema Corona, die Pandemie, an sich ist das Thema der Angriff auf die Gesellschaft nicht das Pieksen, nicht das Serum, sondern das Wort Corona. Ja? Delta, Omikron und was weiß ich nicht alles. Das ist an sich ja, die Infektiosität der Menschen, weil die Menschen sind alle normal. Sie verhalten sich normal. Jetzt kommt auch so eine leichte Erkältungskrankheit, weil einige sind erkältet. Ich habe ja Gott sei Dank dieses hier, wenn es auch lustig aussieht, aber ist ein Spezialvlies drin. Auf diesem Spezialvlies habe ich Chinaöl drauf, also haut schon hin und wieder einen weg. Aber es nervt 24 Stunden, 7 Tage die Woche, Corona. Ja, andere rennen hier mit ihren Testobjekten durch die Gegend, Test, 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 Schnelltest. Also irgendwie normal ist es nicht. So. Das Thema macht keinen Spaß mehr, das muss ich einfach mal so sagen. Ständig das Wort Corona, Corona, Corona. Das ist an sich der Virus schlechthin, indem die Bürger sich das um die Ohren hauen. So, bei TikTok habe ich den Panda-Bär wieder, der auch durch die, der hat sich eine Auszeit genommen. Dann habe ich den Binias wieder, der hat sich auch jetzt eine Auszeit genommen, weil alle Urlaub und so weiter, was auch dann gut ist, wenn man Urlaub hat, auch Panda. Wie gesagt, TikTok macht Spaß, Snapchat macht Spaß, WhatsApp macht Spaß, in Maßen. Das heißt, viele vermissen mich, ist richtig, weil ich auch mich hin und wieder zurückziehe und ich habe auch nicht mehr immer, eine Zeit lang hat man irgendwie einen Draht dazu und dann geht man online und dann ist, du bist da, ne? Und ich mache es ja nicht gezielt, ich habe also keine Zieluhr, ich stecke mir auch keine Zeit, so wie jetzt habe ich dieses Video um genau, muss man eben gucken, 17 Uhr und 15 Minuten gemacht, heute am 27.12.2021, weil ich jetzt erst Zeit dafür, ich mache hin und wieder mal und mir ist halt aufgefallen, ich habe viele Videos gemacht, aber nicht veröffentlicht, habt ihr gar nicht gesehen, manche habe ich auch zusammengesteckt. Und habe daraus eingemacht. Ihr merkt ja, wenn ich aufstehen muss wegen Kunde, wenn ich unterbrochen werde, Kunde, seht ihr, so wie jetzt, muss ich halt wieder zum Kunden und ich wünsche euch einen Top-Abend. So, von netten Kunden lasse ich mich natürlich gerne unterbrechen. Wir smalltalken ja auch, was so los ist. Ich meine, Weihnachten habt ihr alle friedlich verlebt, will ich hoffen. Weihnachtliche Clips habe ich ja gemacht. Auch wir haben friedlich. Ich finde es hochgradig interessant, dass wirklich jeder das bekommen hat, was er auch haben hätte wollen. Ne? Und keine Ärger, also wir müssen nichts umtauschen, weil jeder das bekommen hat, was er haben hätte wollen, wenn er versteht, was ich meine. So, das ist ja nur noch möglich, bedingt dadurch. Wie komme ich drauf? Weil ich auch gerade ein sogenanntes Zusatzteil brauche ich nicht. Derjenige welche, damit das nicht kaputt geht, nämlich Phones, ist klar. Heutzutage verschenkt man sich ja Phones. So, dann braucht man Panzerglas, dann braucht man irgendein Interieur, damit es schöner aussieht. Blinky Blinky, wenn ihr versteht, was ich meine. So, und da muss man dann natürlich drüber diskutieren und dann kann man das dann bestellen. Ne? Ja. So, und jetzt ist klar, dass Amazon, da geht alles, zack, zack, eingeben und dann kommt die Ware. Nur jetzt bei Otto Versand klappt es halt nicht, deswegen wurde ich auch gerade telefonisch unterbrochen, weil ständig etwas geschickt wird, was man so nicht bestellen kann, weil das auch jetzt bei Otto mittlerweile so ist, dass da Fremdanbieter bei sind, die zwar bei Otto anbieten, aber nicht über Otto laufen. Ne? So. Und Otto Versand macht es möglich, aber nur dann, wenn es Otto ist. So, und sobald irgendwelche Nummern erscheinen mit Buchstaben da drin, dann läuft alles ein bisschen schräg. Ja, ich habe gesagt, liebe Freunde, können wir machen in Ruhe. Ja, ich finde es hochgradig interessant, wenn man überall ist. Immer, kannst du mal, machst du mal eben, ne?
ist klar, jetzt haben alle Computer gekriegt, Laptops, Tablets, Phones, ja, also wir bestehen ja nur noch, wir haben nur noch eine Schublade mit Phones, ja, ich sage extra Phones, weil es verschiedene sind. Irgendwann stelle ich die auch mal aus. Ja, vielleicht stelle ich auch irgendwann mal die Computer aus, der damaligen und der heutigen. Die heutigen haben die Kunden ja, damit arbeiten die ja, aber der damaligen Zeit. Ne? Ja. Und gebrauchen kann ich sie nicht mehr, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Weil sobald man Win 11 oder Win 10 aufspielt, werden diese alten Schätzkes doch etwas langsam. In einigen Videos könnt ihr, und bei einigen TikTok-Videos könnt ihr ja sehen, dass ich sogar meinen Apple mittlerweile, den nicht gerade günstig, aber egal, ihn als Hörspielgerät nutze, indem ich bei YouTube und dann da mir ein Hörspiel und dann läuft. Und die anderen Geräte werden ja dann gleichzeitig genutzt. Man kann also dadurch mehrere nutzen. Man kann also WhatsAppen, man kann eine Aufzeichnung machen, man kann weiterleiten. So, meine eine hat natürlich eine tolle Sache vor. Ich werde es wohl schätzungsweise alleine machen. Dann muss ich halt in verschiedene Rollen springen. Ich werde mir mein Drehbuch schreiben. Werde ich das erstmal so drehen und dann so drehen und nachher zusammenschneiden. Ja, dann habe ich meinen eigenen Imagefilm. Denn wir bieten ja eine Menge an. Ja? Wir sind halt das Ultra HD Web TV. Wir sind alles Mögliche. Heute haben viele Menschen wieder ausgedruckt, weil sie ja ihre Sachen brauchen. Wir sind ja Notfalldienst hier. Man braucht halt auch über die Feiertage oder für die Feiertage. Man muss die Sachen ja auch wieder zurückschicken, die einem nicht gefallen. Das muss ja, also die Labels müssen ausgedruckt werden und so weiter und so fort. So, wir arbeiten in einer Distanz. Na, ich bin hier hinter zig Sachen weit entfernt von den Leuten. Mehr wie 1,50, manchmal sogar 2 Meter. Und wenn Tuchfühlung, haben wir ja unsere Sicherheitssachen. Ja, also wir haben eine Menge. Und zum ersten Mal bin ich etwas müde. Bin etwas virusmüde. Ich kann es nicht mehr hören. An sich ist ja dieses Powerplay, dieses Online-Powerplay, ist ja an sich der Virus, nicht der Virus selbst. So. Man wird, man bekommt um die Ohren. Ja, wir müssen aber. Wir wollen härter. Oh, 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 oh. Und wenn man dann die Kunden fragt, so hart ist es gar nicht, weder in den Niederlanden oder sonst wo, dann muss sie schmunzeln. Ein Niederländer, dessen Frau wollte sich dann krank schreiben lassen, ne? Sagt der Arzt, nee, nee, ist nicht. Also, wieso? Wir haben doch Corona. Nee, 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 sagt er. Wir haben kaum noch Leute. Ja, so nicht. Schön arbeiten. Auch unter Corona. Also so einfach, wie ihr euch das alles vorstellt, ist es nämlich gar nicht. Das muss mal ganz laut gesagt werden. Alles, was ihr lest, alles, was ihr hört und alles, was ihr im Internet, im World Wide Web euch um die Ohren haut und in euch aufnimmt, bei Facebook und Instagram und bei TikTok, es ist nicht so. Ja, ich habe, deswegen musste ich ja unterbrechen. Hatte gerade, wie gesagt, das, den Anruf bekommen. Und ja, wie gesagt, die Menschen tauschen sich aus. In München war es etwas ruppiger. Hier in Düsseldorf war es etwas seichter, ruhiger. Ja, sie gehen halt spazieren. Ob sie heute Abend spazieren gehen, weil, doch ja. Denn die Corona- ihr nennt sie Leugner, keine Ahnung. Für mich sind es Kunden, wie andere auch, haben alle ihre Probleme. Musste für einige faxen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, sie sind jetzt jeden Tag irgendwo, ich meine, ich unterhalte mich mit ihnen, sage ich, was wollt ihr eigentlich? Was wollt ihr denn da aufklären? Jeder Bürger muss für sich selbst entscheiden. Also hört doch mal auf mit diesem Aufklären da. Naja, egal. Die Aufklärer, die... ja, ist halt. Ich freue mich gleich wieder auf meine vier Wände. Ich freue mich gleich wieder auf meine Ruhe. Ich freue mich gleich irgendwie mir wieder was raussuchen zu dürfen, irgendeinen Film mehr anzuschauen, in Ruhe natürlich. Diesen sogenannten Corona-Wahn, Delta, Omikron-Wahn zu entfliehen. Ja, ich suche mal extra Filme aus, die mich erheitern. Ich schlafe sowieso auf der Couch wieder ein.
Ihr merkt, ich bin ein bisschen ruhiger, weil ich habe Weihnachten hinter mir. Ich weiß nicht, ich bin heute Morgen irgendwie gefrustet. Also Weihnachten war auf eine Art in Ordnung. Ne? Aber irgendwie gefrustet. Ja, irgendwie gefrustet. Ich hoffe, die Tochter kriegt ihren Urlaub. Ja. Weil die hat Urlaub, wurde aber zurückgepfiffen, weil der Arzt halt seine Praxen doch nicht geschlossen halten wollte. Er hat ja mehrere Praxen. Und somit wurde dann da, wo sie dann, sie musste dann, ich werde sie nachher mal fragen, wie es war. Eine Zeit lang hat sie so Ruhe, da hat sie mir dann, also haben wir smalltalked, aber wie gesagt, ist halt so. So, ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, also wie gesagt, bei uns ist immer ein technisches, bei uns werden Techniken verschenkt, ob das nun mal so eine Uhr ist, so eine Samsung-Uhr, ein Samsung-Handy oder iPhone 13, all solche Sachen. Jetzt brauchen wir natürlich das Panzerglas, dann haben wir die Ohrhörer. Mir ist halt aufgefallen, dass am Heiligabend ich ein Paket hätte bekommen sollen. Ist natürlich wieder zurückgegangen, ist klar, weil Heiligabend hatte ich geschlossen und ob das Paket noch mal versendet wird, weiß ich nicht. Ja, ich habe jetzt auch keine Lust, mich einzuloggen, durchzugucken. Nee, also hin und wieder ist man also auch froh, wenn der Abend naht, so wie jetzt, dass ich in Ruhe einen Videoclip machen kann für euch. Ich bedanke mich nämlich bei euch, dass ihr zuschaut. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr Anregungen... Ja, wie gesagt, ich werde also einen Videoclip machen. Ich werde einige Sachen machen und werde mich auch von vielen erstmal so ein bisschen trennen, ein bisschen zurückziehen für mich. Ne? Werde auch andere wieder begleiten bei TikTok, mir das anschauen, wenn sie live geschaltet. Ja, kann also wieder normal. Also wie gesagt, die Schaufenster sind auf Silvester getrimmt, ja, sie sind schön bunt jetzt und ja, dann kann das Jahr 2022 kommen. Ich habe also viel zu tun, sehr viel zu tun, weil der Kunde zum Beispiel den Wahnsinnsauftrag hier gelassen hat. Sind zigtausend Seiten, die gescannt werden müssen. Die müssen ja einzeln gescannt werden, Buch für Buch. Das sind also, ich glaube, 2000 Seiten, die gescannt werden müssen. Da werde ich mir natürlich das in Ruhe antun. Also nicht, wenn Kunden alle 30 Nanosekunden rein oder Telefon, das klappt nicht. Da bin ich doch dann überfordert. So, in Ruhe scannen, damit der Kunde das im nächsten Jahr abholen kann. Ja, schauen wir. Der andere Kunde muss seine Videos noch abholen. Die waren wohl nicht auf Pressur, die waren also nicht für Weihnachten. So, Weihnachten 2021 ist vorbei. Silvester steht vor der Tür. Ja. Das waren die Job News. Ihr merkt gerade plötzlich zum ersten Mal habe ich Ruhe, kann euch in Ruhe begrüßen, kann euch sagen, ich hoffe, euch geht's gut. Die zweifach geboosterten, die fünffach geimpften waren heute auch da, denen geht's gut. Dann habe ich noch andere gehabt, die reden auch darüber, sind ja im Altenheim, sie müssen halt sich impfen lassen. Meine Tochter muss sich impfen lassen im Ärztebereich. Es ist an sich alles okay. So, an sich ist alles okay, ja, und damit in Ordnung, ne? Ja, blinky blinky überall, vielleicht mache ich irgendwann mal so ein Video im Schaufenster, wenn alles blinkt, ne? Ja, ich habe so ein weihnachtliches, jetzt habe ich es umgeschaltet auf winterliches, ne? Nicht Weihnachten, also das Weihnachten ist raus, jetzt ist halt der Winter und für Silvester kommen noch so elektronische Raketen, so bumm, ne? Und somit ist das Thema aus. Ist das Thema Weihnachten für euch überhaupt noch ein Ding? Silvester, ist das? Oder seid ihr jetzt mittlerweile auch ihr alleine und so? Ja. Bloß kein Stress. Da habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf.